Yo, Leute, herzlich willkommen zu A Plague Tale Innocence. So, wir sind gerade auf der Flucht vor den Dorfbewohnern, die Amicia und Hugo jagen bis zum geht nicht mehr. Ah, genau, stimmt ja. Nee. Nur L1 und dann schmeiß ich ja. Was war das für ein Geräusch? Perfekt. Oh. Ja, genau. Guck dir das an. So ist gut. Okay, go, go, go. Schnell, schnell, schnell. Okay, perfekt. Fast geschafft. Haha. Nichts. Dem haben wir es gezeigt. Oh ja. So. Oh. Ah, Oh. nicht Was ist... Oh, Schande. Oh. Okay, sie hat mich sowieso Wo sollen wir entdeckt. lang? Komm, lauf so schnell du kannst. Ah. Shit, 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 Da, shit. die Mauer. Hier, Oh, schnell, schnell, schnell. schnell. Schnell, Weiter, 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 weiter. Oh Wir hätten nein. nicht herkommen dürfen. Warum tun Ah. sie das? Sie glauben, dass wir das Böse hergebracht haben. Wir müssen hier irgendwie raus. So, ausrichten, genau. Und weiter, 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 weiter. Das kriegen wir hin. Schön Teamwork. Okay, Moment, da lag noch was Gut, Glänzendes. jetzt können wir raufklettern. Ach so, Steine. Kann ich mit den Steinen hier irgendetwas machen? Das ist eine Gerberei, aber. Komm, kletter hoch. Na gut, kein Mucks. Und gleich gibt's einen ganz großen Mucks, nicht wahr? Ich habe das dumpfe Gefühl, irgendetwas wird uns wieder verraten. Und seien es nur die Dorfbewohner, die dann zufällig wieder hier langkommen. Na, was heißt zufällig? Bis zum gewissen Grad haben die ja gesehen, wo wir sind. Die Moment. Kette sieht nicht sehr stabil aus. Ah! Aber das ist ganz schön laut, oder? Hast du eine bessere Idee? Nice! Okay. Ich wollte gerade sagen, ich muss mich hier scheinbar ein Schieben bisschen wir. Umgucken. Na gut. So, sie seitlich hinzuschieben reicht ja eigentlich schon. Ja, genau. Kletter hoch, ich helfe dir. Ja. So, und hier auch. Na komm. So. Gut, wir haben es geschafft. Wir können jetzt weg, oder? Wenn sie uns nicht erneut finden. Aber du hast deine Schleuder. Du kannst uns beschützen. So einfach ist das nicht, Hugo. Oh. Ja, gegen so eine Masse an Gegnern kann ich auch mit so einer. Kann ich erst recht mit so einer kleinen Schleuder nichts anfangen. Da kann ich im Leben nicht gegen anstinken. Fremdlinge! Oh nein, schnell, schnell! Fuck, fuck, verdammt. Die Leiter, hochklettern, du zuerst! Die sieht nicht sicher aus, Amicia. Wir haben keine Zeit. Sie wird nicht halten. Oh nein, 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 nein. Dreck. Hab ich doch gesagt. Hugo, wo willst du hin? Lass mich hier nicht zurück. Amicia, komm her, auf diese Seite. Da bist du ja. Ich hab was zum Raufklettern gefunden. Gut okay. gemacht. Ich werde sie herunterholen. Pass auf. Genau. Oh Mist, ich habe nicht lange genug den Knopf gehalten. So. Okay. Müssten hier nicht eigentlich auch Steine liegen? Ja, für den Fall, dass ich keine mehr habe. Genau. Hier. Gut gemacht. Okay, go, 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 ich hatte go, go. Solche Angst. Tut mir leid wegen der Leiter. Mein Fehler. Du hattest recht. Wir müssen nach Hause. Das geht nicht. Nicht ohne Laurentius. Okay. Schnell weiter. Amicia, versteck dich! Und? Wo zum Teufel sind sie? Konrad, wir haben das Gebiet umstellt. Vor ein paar Minuten waren sie noch hier. Ihr beiden wollt das gesamte Gebiet umstellt haben? Schert euch fort! Ruft die anderen und sperrt die Straßen! Wenn ich die Belger erwische, werde ich sie Stück für Stück in die Hölle schicken. Die kommen hier nicht lebend raus! Oh Mann. Upsala. Komm schon!
Da drüben bewegt sich... Nein! Schreck! Ah, nein! Ah, nein, nein, nein! Nein, lass mich vorbei! Verdammt! Ah! Jesus! Amicia ist gestorben. Ah. Verdammt! Okay, die... Hat nach dem Tod seinen Achtung! Verstand verloren. Wir müssen Unschuldige verbrennen. Kinder jagen. Und währenddessen verbreitet sich die Pest im Dorf. Findest du es normal, dass ein Mädchen hier so, wie die Dinge stehen, einfach mit einem Kind herumläuft? Bestimmt kam sie aus der Kirche zusammen mit dem anderen Abschaum. Okay. Das war's wohl an Dialog. Gut. Hä? Guck, geh mal nachgucken, du. Genau. So. Und für dich gibt es hier scheinbar Töpfe. Einen habe ich ja zum Glück noch im Inventar. Ich habe was gehört. Da bin ich mir sicher. Bye. Okay. Nein, nicht schon wieder. Oh nein, verdammt. Was jetzt? Ich weiß nicht. Einfach nur laufen. Laufen, laufen, laufen. Wir sitzen in der Falle. Oh, Schande. Nein. Schnell, bitte. Ich versuch's ja. Das hält sie nicht lange auf. Schnell, nee. Schnell. Sie wissen, wir sind hier. Oh nein. Ah, ich dachte, ich muss mich hier umgucken, verdammt. Nein, sie klemmt. Ah, hier, durchschicken. Oh, du musst da durchklettern, mach mir auf. Na gut. Oh nein, Konrad kommt. Da ist ein Brett davor. Beeil dich. Kannst du es entfernen? Ich versuche. Beeil dich. Schnell, Hugo, bitte. Hugo, er ist hier. Hugo, tu doch was. Oh, shit. Ah, da ist ihn. Ah. Lauf, 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 lauf. Ich kann nicht mehr, Amicia. Oh, bitte, wir müssen weiter. Nur noch ein kleines Stück. Schnell, 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 schnell. Eine Sackgasse. Oh nein, shit. Oh. Habt keine Angst. Okay. Kommt rein. Tür zu, Tür zu. Verdammt. In diesem Viertel wütet die Seuche besonders schlimm. Wo sind sie? Wir sagen Konrad, wir haben sie verloren. Ich bleib nicht hier. Oh. Hier seid ihr sicher. Hier werden sie niemals nach euch suchen. Ihr seid ja nass bis auf die Knochen. Oben habe ich frische Kleidung für euch. In einer Truhe im Schlafzimmer. Seid ihr sicher? Vielen Dank. Okay. Danke, Lady. Ich traue dir zwar jetzt nicht zu 100%. Warum hat sie uns hineingelassen? Das ist ja auch für sie ein großes Risiko. Aber nichtsdestotrotz, vielen Dank. Was haben wir denn hier? Die Truhe gucke ich mir noch nicht an. Haha. Weihrauch. Das riecht wie zu Hause. Mutter hat das auch verwendet. Ah. Weihrauch und Kräuter. Alchemisten wissen bereits, was die Leute zu ahnen beginnen. Das Böse existiert nicht nur in den Körpern der Infizierten, es umgibt sie auch. Aus diesem Grund hält die Bevölkerung auch die Luft, deren Gestank die krankheitserregenden Stoffe und damit auch die Pest selbst ankündigt. Für einen Auslöser der Seuche. Um das große Böse abzuwehren, reinigen sie die Luft deshalb durch Verbrennen von Kräutern und riskieren dabei, dass ihr ganzes Viertel in Flammen aufgeht. Ich musste für einen Moment mir nochmal den Satz durchlesen, weil der Satzbau beim ersten Mal lesen nicht ganz sauber wirkte. Aber passt doch. Das ist besser. Und bei dir? Wir müssen Mama finden, Amicia. Nein, noch nicht. Erst müssen wir zu Laurentius. Das ist dumm. Sie werden uns fangen. Hugo,
Wir tun, was sie uns gesagt hat. Hörst du? Hugo, warte! Ach, verdammt. Okay, Amicia, du musst an deinen Überredungsskills... Sie passen euch. Gut. Sie haben meinen Enkeln gehört. Oh, ich heiße Clervy. Ich bin Amicia. Und das ist Hugo. Bedank dich, Hugo. Vielen Dank. Clervy, was geht hier nur vor sich? Die Pest. Die Krankheit hat sich vor einigen Tagen hier ausgebreitet. Es ist entsetzlich. So viele sind gestorben. Wo sind eure Eltern? Zu Hause, sie warten auf uns. Wir suchen nach einem Doktor. Laurentius. Oh, Magister Laurentius. Ja, der Mann kam her und hat im Hospiz ausgeholfen. Die Mönche wissen vielleicht mehr, aber... Was? Sie wurden lange nicht mehr gesehen. Keiner nähert sich mehr der Kirche. Aus Angst. Wir haben keine Wahl. Wir müssen nachsehen. Ihr werdet dort umkommen. Aber niemand hört mehr auf die alte Clervy, also... Ich sehe, du trägst eine Schleuder. Du wirst sie brauchen. Aber so taugt sie nicht viel. Geh in den Hof. Dort findest du ein paar neue Lederstreifen. In der Werkstatt nebenan kannst du sie reparieren. Hab Dank für die Hilfe. Okay. Du kannst gern das Werkzeug bei der Werkstatt nehmen. Krass. Ja, Werkstätte so ähnlich wie bei The Last of Us. Gut, ich hab das Werkzeug. Jetzt brauche ich nur noch das Leder. Okay, nimm das Werkzeug auf. Sehr gut. Da. Leder. Gut, dann an die Arbeit. Gibt's hier noch mehr? Ah, ich sehe schon, da kann ich Hugo durchschicken. Und dann öffnet er hier wahrscheinlich die Tür. Okay, mehr gibt es hier doch nicht. Na dann? Komm schon, ganz ruhig, konzentrier dich. Okay, halte X gedrückt, um deine Schleuder zu reparieren. Bänder. Verringert die Zeit, in der Amicia ihre Schleuder hervorholt und lädt. Dank einer besonderen Behandlung der Schnur legt Amicia die Schleuder besser in der Hand, sodass sie sie schneller und effizienter einsetzen kann. Okay. Schon viel besser. Mit dem richtigen Material könnte ich sie sogar noch weiter verbessern. Wow. Okay, Beutel. Verringert die benötigte Zeit, um mit höchster Präzision zu schießen. Amicia tauscht die Munitionsfläche der Schleuder gegen ein größeres Stück Leder aus, was das Laden von Geschossen erleichtert. Inventartasche bietet Platz für bis zu 12 Materialien einer Art. Amicia verstärkt die Dicke ihrer Tasche für Materialien und macht sie robuster. Munitionstasche. Amicia tauscht den Stoff ihrer Munitionstasche gegen Leder aus und verstärkt so die Kapazität, bietet Platz für bis zu 10 Geschosse einer Art und Ausrüstung. Rennen und Ausweichen machen weniger Lärm. Amicia entfernt das Holz ihrer Schuhsohlen und wickelt ihre Unterschenkel in dicken Stoff ein, was ihre Bewegungsgeräusche erheblich dämpft. Krass. Dann haben wir schon mal das Upgrade-System kennengelernt. Gut, ich sollte mich bei Clervy bedanken. Du kannst jederzeit mit dem Touchpad das Herstellungsmenü öffnen, aber du brauchst eine Werkstatt, um es wahrscheinlich bauen zu können. Alles klar. Ah, und? Viel besser. Vielen Dank, Clervy. Vielen Dank für alles. Hier habt ihr sie verloren? Ja, sie werden hier nicht lange überleben, wenn du mich fragst. Was zum Teufel tust du da? Leg den Hammer weg! Was bist du für ein Dummkopf? Ich bin kein Dummkopf! Sei still! Kinder, macht nicht so viel Lärm! Ich will zu Mama! Sei still! Du bringst uns noch um! Mama würde uns beschützen! Genug jetzt! Ich will zu Mama! Mama ist tot, Hugo! Du siehst sie nie wieder! Papa auch nicht! Amicia! Du lügst! Sie wurden beim Haus getötet, alle beide. Also sei still. Du lügst. Ich hasse dich. Bitte hört auf. Hugo, nein. Hugo, warte, nicht rausgehen. Das ist doch verrückt. Ach. Hugo, komm zurück. Ach, Mann. Warum hat er überhaupt mit dem Hammer da rumgeklopft? Oh
Also das mit dem Hammer, während alle still sein sollen, war echt dumm, auch für ein Kind. Es tut mir leid, warte! Oh Gott! Hugo! Ich hätte dich nicht anschreien sollen! Hör mir doch zu! Es tut mir leid! Verdammt, oh nein, dein Gefährte wird angegriffen. Wenn du ihm nicht hilfst, stirbt er. Nein. Oh Gott. Nein, lass ihn los! Da warst du also die ganze Zeit. Nein, wartet, wir wollen hier nur weg! Ja, ihr werdet verschwinden und das für immer! Bitte, nein! Oh! Ich wollte das nicht. Amicia! Amicia! Hugo! Ich komme! Ich habe jetzt den Text nicht komplett gelesen. Hätte ich ihn auch am Leben lassen können, den Kerl? Ich habe keine Ahnung. Bitte, er darf nicht tot sein. Er darf einfach nicht tot sein. Hugo! Lass mich los! Ah, lass mich los! Oh Gott. Hör mit der Zappelei auf! Wir warten noch auf deine Schwester. Amicia! Amicia! Tut ihm nicht weh! Du wirst mich nicht unter die Erde bringen. Er ist doch nur ein Kind. Ich werde mit dir anfangen. Warum muss ich hierher kommen? Bitte! Warum? Bring mich nicht! Oh Gott. Diese Rüstung hat Äxten und Schwertern standgehalten. Gegen die Rüstung zu schießen ist zwecklos. Du bist ganz im Blick. Aber ich brauche nur eins. Nur eins. Da musst du dich schon mehr anstrengen. Verdammt. Moment. Moment. Umgebung. Okay. Ah, jetzt? Du entkommst nicht. Ah, seine Rückseite. Verdammt, seine Rückseite. Die kann ich angreifen. Verdammt. Zu spät. Glaubst du, du machst mir Angst? Ich habe in zwei Kriegen gekämpft. Na und? Du bist ganz schön blöd. Aber ich brauche nur einen Treffer. Nur einen. Na komm, dann versuch mal deinen einen Treffer zu landen. Ich bin ein wenig eingerostet. Was will der da eigentlich jetzt? Ach, der feuert seinen Kollegen an, oder was? Komm schon, Konrad. Zeige ihm, wozu du imstande bist. Glaubst du, du machst mir Angst? Ich habe in zwei Kriegen gekämpft. Was soll ich denn jetzt sonst noch machen? Wow, die Fässer kriegt er nicht mal kaputt. Du entkommst. Ah, verdammt! Früher oder später. Ich muss auf den Ring zielen. Du bist ganz schön flink. Aber ich brauche nur einen Treffer. Nur einen. Jawohl! So eine bist du also. Gut, das wird mir helfen. Ah, vorne! Ah, nein, nein! Verdammt! Er braucht tatsächlich nur einen Treffer. Ah, oh, ich dachte, das wäre nur übertreibe. Verdammt. Du entkommst mir nicht. Früher oder später. Du bist ganz schön flink. Aber verdammt! Nur einen Treffer! Nur einen! So. So eine bist du also! Gut! Nein, nein, nein! Ich habe keine Angst vor dem Tod! Du hast mir alles genommen, was ich hatte! Nein! Gib ihm nicht das Tod, bitte! Nein, 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 nein! Oh Gott! Ja! Weiter so. Nur der Tod kann mich aufhalten. Die süße Umarmung ist tot.
Komm schon. Ja. Hab dich. Bring mich wieder zu meinem Sohn. Oh. Schande. Oh Mann. Amicia! Du hast ihn getötet. Oh nein, ja, natürlich klettern sie da auch rüber. Haut ab! Schnell weg! Oh, verdammt. Ich habe mir schon gedacht, wie lange brauchen die Typen, um zu merken, dass die da auch über die Mauer klettern können. Kapitel 3, Vergeltung. Und ich bekomme die Trophäe, die Fremden. Uff, das war jetzt krass. Wir können unsere Schleuder verbessern. Wir haben... ja, jetzt das kann uns krass gegen die Gegner wehren. Wir müssen aber auch jeden Treffer zählen lassen. Wenn wir einmal daneben hauen, uff, könnte es unseren Tod bedeuten. Also mit Kreis ausweichen, schön merken. Schau, Amicia. Ich komme. Kirche. Okay. Erkunde die Kirche. Boah. Das war jetzt was. Boah. Warum sind da Kerzen? Mit den Kerzen zeigt man, dass man an jemanden denkt. Oh, darf ich eine anzünden? Wenn du willst. Aber verbrenn dich nicht. Danke. Für Mama und Papa. Bitte wache über sie. Okay. Hier hört sich alles so komisch an. Das ist das Echo. Hallo! Hugo, oh. Hier ist vielleicht jemand. Oh. Das hat mich jetzt überrascht. Ah, Alkohol. Alkohol ist mein bester Freund. So, was haben wir hier? Ein Altar. Der Altar. Vergib mir die Sünde, die ich begangen habe. Ich wollte nicht. Amicia, du tust mir weh. Tut mir leid. Schauen wir uns weiter hier gründlich um. Hier können ja jetzt... jetzt werden wahrscheinlich überall Ressourcen rumliegen. Da sehe ich noch was. Schwefel. Ha. 2 von 8. Was ich auf jeden Fall auch bald verbessern sollte, ist meine Kapazität für die ganzen Ressourcen, dass ich mehr auf einmal tragen kann. Oh, eine Halskette. Ha. Ein Rosenkranz. Wozu braucht man den? Zum Beten. Kann ich damit mit Mama und Papa reden? Unwahrscheinlich. Diese aus einfachen Materialien gefertigten Ketten werden zum Beten verwendet. Ihre weite Verbreitung zeugt von der außerordentlich großen Rolle, die Religion innerhalb der Gesellschaft spielt. Die Religion verspricht nicht nur die Erlösung der Seelen all ihrer Gläubigen, sondern stiftet auch Möbel für Krankenhäuser und sorgt mit Prozessionen und Feierlichkeiten innerhalb des Jahres für Struktur. Aber die Kirche verfolgt auch Ketzer, verdammt die Gotteslästerer und exkommuniziert sie in schwerwiegenden Fällen, wodurch sie jegliches Recht am Glauben verlieren und von der Gesellschaft ausgeschlossen werden. Das machen wir zusammen. Verbarrikadiert. Wozu soll das gut sein? Das verhindert, dass hier jemand rein oder rauskommt. Tja, das ist jetzt allerdings auch ein Problem. Denn ich sehe hier jetzt gerade keinen anderen Weg. Hm.
Wo gibt es noch einen Weg? Einen Pfad? Denn jetzt gerade wirkt es so, als ob wir hier... Hier, sieh mal! Oh? Ein zerbrochenes Fenster und eine Leiter. Vielleicht kommen wir da raus. Moment, zerbrochenes Fenster? Oh! Wieso ist mir das nicht vorher aufgefallen? Kletter hoch! Ich hoffe, sie zerbricht nicht wie die vorhin. Das wird sie nicht, Hugo. Vertrau mir. Amicia, da ist jemand. Kinder, was macht ihr denn hier? Oh. Pater, wir brauchen Hilfe. Geht! Es ist zu gefährlich. Ihr habt hier nichts zu suchen. Wartet, bitte, es ist wichtig. Wir sollten mit ihm reden. Ah, hier kann ich leider nicht rüber. Also auf das Dach, ja gut. Wo soll ich dann von dort aus schon großartig hinspringen mit Hugo? Das ist ein bisschen kontraproduktiv. Ist das der, der weiß, wo Laurentius ist? Das muss er sein. Er muss einfach. Hoffentlich. Oh, sie haben alles zerstört. Was geht hier vor? Vielleicht bauen sie größere Betten? Das bezweifle ich. Ja. Ah, der kleine, naive Junge. Größere Betten, genau. Das... Einmal wieder so unschuldig sein, nicht wahr? Noch mehr Schwefel, sehr gut. Jetzt würde ich langsam bereits eine weitere Werkbank finden wollen. Einfach nur, um zu wissen, wie viel Zeug ich herstellen kann. Den Geruch kenne ich. Ob ich überhaupt etwas herstellen kann. Heilkräuter. Die Mönche müssen sie ins Wasser getan haben, um sich zu reinigen. Mutter hat das auch immer getan. Was haben wir da? Alkohol. Sehr gut. Leder. Ja, man findet hier bislang durchaus recht gut Ressourcen. Sehr gut. Wer weiß, wie das später im Spiel aussehen wird. Okay. Ich würde sagen, wir spielen jetzt noch bis zum nächsten Speicherpunkt und danach machen wir für heute erstmal Schluss. So, Salpeter. Blumen, die sind wunderschön. Ha. Das sind Nelken. Ich hatte auch welche in meinem Herbarium. Aber diese hier sind schöner. Hugo, wir müssen weiter. Warte, komm mal her. Was? Die wird dich beschützen und sie sieht schön aus. Oh, na dann. Jetzt können wir gehen. Vielen Dank, Hugo. Schon gut. Nelken, okay. Ah, Touchpad. Nelken werden auch als Gottesblumen bezeichnet. Manche führen diesen Namen auf ihre Schönheit zurück, andere beziehen sich auf Legenden, laut derer sie aus dem Blut von Christus Wundmalen oder den Tränen der Jungfrau Maria entstanden sein sollen. Sie gelten daher als Symbol für Liebe, Leidenschaft und Hingabe. Ihren Blütenblättern wird eine fiebersenkende Wirkung nachgesagt und in Essig eingelegt soll man damit Pestbeulen reinigen können, was ebenfalls zu ihrem guten Ruf beitrug. Nice! Hugos Herbarium. Ha. Und da gibt es noch 12 weitere. Alles klar. Es gibt hier einiges zu sammeln. Bin ich gespannt. Klar, es gab auch Spiele, die mehr Collectibles haben. Ganz eindeutig. Aber das muss ja nicht heißen, dass das Spiel hier kürzer ist. Wir werden sehen. Uiuiui. Was haben wir hier? Steine und Stoff. Nice. So. Ist hier sonst noch irgendetwas zu holen? Jawoll. Schnur und Schwefel. Sehr gut. Jetzt brauche ich wirklich langsam eine Werkbank. Langsam werden meine Ressourcenbeutel wohl voll. Gleich kann ich gar nichts mehr aufnehmen. Hier noch einmal ganz kurz gucken, ob hier nicht noch etwas liegt. Aber in der Nähe von solchen provisorischen Gräbern bezweifle ich das. Na gut. Dann gehen wir hier rein. Hallo. Oh, lässt sich nicht öffnen. Schade. Die hier vielleicht? Auch nicht. Ah. Hallo. Ah, hi, da ist er ja. Pater. Ihr schon wieder. Ihr sollt verschwinden. Nur einen Augenblick, nur... Ihr versteht es nicht. Geht, solange ihr noch könnt. Bitte. Jemand muss uns helfen. Wenigstens ihm. Thank you.
das Wappen von Robert Drun. Wir sind seine Kinder. Wir suchen Laurentius, den Doktor. Kennt ihr ihn? Ja, ich kenne ihn. Und ich weiß, er kümmert sich um eure Familie. Er sprach von dir. Ich bin Pater Thomas. Eure Anwesenheit hier ist kein gutes Zeichen. Die Inquisition. Sie kam und sie... Ich kann es mir denken. Doch hier stehen die Dinge weitaus schlimmer. Ihr müsst fort, unverzüglich, sonst sterbt ihr. Aber, Pater, die Dorfbewohner wollten uns töten. Sie sind völlig verrückt. Laurentius, nein, ich kann die Kirche nicht verlassen. Aber ein Ausgang durch die Krypta der drei Heiligen. Vielleicht ist es noch nicht zu spät. Ich könnte euch den Weg zu Laurentius Hof weisen. Doch dann möge Gott euch behüten. Gerade scheint alles ruhig. Kommt! Stets im Lichtschein. Okay. Vater, warum wurden Kreuze auf die Türen im Dorf gemalt? Ist es wirklich die Pest? Zuerst wurden Leute gebissen, immer nachts. Dann breitete sich die Krankheit aus. Zunächst innerhalb der Familien, dann überall. Fieber, Beulen, Menschen starben. Und als wir endlich die Ursache fanden, war es bereits zu spät. Und was ist die Ursache? Wir sind fast da. Moment. Erstmal muss ich mich hier noch umgucken, um sicherzugehen, dass hier keine Ressourcen liegen. Man weiß ja nie, aber sieht nicht so aus. Die würden sonst ordentlich aufleuchten. Durch den Dialog werde ich jetzt doch noch einmal bis zum nächsten Punkt spielen. Na komm. Bruder Morell sollte hier sein. Nur wir zwei sind noch übrig. Bruder Morell? Wartet hier. Das gefällt mir gar nicht. Bruder Morell! Bruder! Stimmt was nicht? Pater! Verdammt. Nein. Alter! Nein! Schnell! Das Licht! Kommt an, das Licht! Verdammt! Scheiße! Oh, scheiße! Ja, folge dem Priester! Bitte, bleib in meiner Nähe! Sie haben ihn gefressen, Amicia! Sie haben ihn gefressen! Aber wo sind sie hergekommen? Wieso sind das so viele? Oh Gott, guckt euch das an! Komplett schon weggenagt! Fuck! Alter! Das ist ja jetzt echt... Das ist doch nicht normal, so ein riesiger Rattenschwarm! Das kann nicht normal sein. Vor allen Dingen, wie da noch der Wind sämtliche Kerzenfeuer ausgeblasen hat. Als würde der Leibhaftige gleich kommen. Scheiße. Alles klar, wisst ihr was, Leute? Ich würde mal sagen, das ist jetzt ein netter Cliffhanger, um den Part an der Stelle zu beenden.
Also dann, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben und einen Kommentar da, falls es euch gefallen haben sollte. Habt ihr das schon bei einigen meiner Videos getan? Ist es euch ja vielleicht schon ein Abo wert? Nichtsdestotrotz, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal, wo wir uns einen Weg durch diesen Rattenschwarm bauen werden. Boah, also dann, bis dahin. Ciao, ciao.